Ja, Block mein Name, Polizeihauptkommissarin von der Autobahnpolizei in Frechen. Hier ist es heute zwischen dem Autobahnkreuz West und der Amtsstelle Bogdemünz zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Lkw gekommen. In der Staulage hat ein Lkw zwei weitere aufeinander geschoben. Dabei ist eine Person schwer verletzt worden, einer vermutlich leicht und der dritte Beteiligte gar nicht. Was sind hier die Maßnahmen der Polizei und wie sieht es hier mit den Sperrungen aus? Wir hatten zeitweise Vollsperrung, aber relativ schnell konnten wir den ersten Überholstreifen wieder freimachen, sodass der Verkehr einstreifig vorbeilaufen kann. Und ja, durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam wird der Unfall aufgenommen, alle Spuren werden aufgenommen, sodass dann am Ende eine Auswertung dann stattfinden kann.